So, liebe Freunde des Wortes Gottes, wir sind in der Reihe Lehre aus dem Wort Gottes in Gerichte in der Offenbarung und jetzt bei 018 sollen wir für die Verstorbenen beten und so weiter. Also in diesem Rahmen über den Tod, Beantwortung einiger Fragen, die sie immer an sich stellen kann. Also, erstens, sollen wir für die Toten beten? Punkt 1. Die Erlösung, die Jesus geschaffen hat, ist ausreichend und vollständig und bedarf keiner Zugabe. Dazu lese ich Hebräer 5, Vers 9 bis 11. Hebräer 5. Lese schon Vers 8. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedek. Über diesen haben wir viel zu sagen. Und was mit Worten schwer auszulegen ist, weil ihr im Hören träge geworden seid. Und so weiter. Aber es ging um den Punkt, der Urheber ewigen Heils geworden. Das ist der Herr Jesus Christus. Oder mit Hebräer 9 gesprochen, den 12. Vers, so auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blute ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung gefunden hatte. Und lest doch noch Hebräer 10, na, das lesen wir miteinander, Hebräer 10, die Verse 12 und bis 14. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer dargesetzt zu Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Dann einen weiteren Punkt oder eine weitere mögliche Frage in der Reihe, sollen wir für Verstorbenen beten? Sollen wir für die Verstorbenen beten? Zweitens, die Bibel fordert jeden Menschen auf, seine Entscheidung für Jesus Christus nicht aufzuschieben. Johannes 3, Vers 18 und 36, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ich öffne Johannes 3, den Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des Sohnes Gottes. Oder Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und lest dann noch, schreibt es jetzt auf, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Dritter Punkt. Die Bibel verbietet jeden Kontakt mit Verstorbenen. Die Bibel verbietet jeden Kontakt mit Verstorbenen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit dem Tod ist aus. Nach dem Grab, nach der Beerdigung, bewegen wir uns von den Verstorbenen weg. 3. Mose 20, Vers 6, 5. Mose 18, Vers 10 bis 12, Jesaja 8, Vers 19. Die nächste Frage, mögliche Frage, Punkt 4. Die Bibel gibt keine Anweisung, für Verstorbene zu beten, auch kein Beispiel. Jetzt kann ja die Gegenfrage kommen, beten Verstorbene auch für uns? Nächster Titel, beten die Verstorbenen auch für uns? Fragezeichen. Das ist vor allem für solche, die in der römisch-katholischen Hurenkirche aufgewachsen sind, wichtig, weil diese Hurenkirche, und das ist ja geistige Hurerei von A bis Z, natürlich oft mit solchen in Verbindung kommen.
beten die Verstorbenen auch für uns. Erstens, die Bibel sagt, dass es nur ein Mittel zwischen Gott und dem Menschen gibt. Dieser Mittler ist der Gott-Mensch Jesus Christus. Dieser Mittler ist ausreichend. 1. Timotheus 2, Vers 5, Hebräer 2, Vers 17 bis 18, Hebräer 4, Vers 15 bis 16, Hebräer 7, Vers 24 bis 25. Zweitens, als Mutter Jesu hat Maria keine Sonderstellung. Die Denkweise, dass Maria aufgrund ihrer Beziehung zu Jesu mehr Einfluss hat, ist sehr menschlich. Markus 3, Vers 31 und folgende, Johannes 2, Vers 4. Drittens, das Gebet des Reichen im Totenreich für den noch lebenden Bruder war wertlos. Lukas 16, Vers 29. Nächste Frage. Ist der Kontakt mit Verstorbenen möglich? Ist der Kontakt mit Verstorbenen möglich? Die Bibel verbietet jeden Kontakt mit Verstorbenen. Saul wurde dafür mit dem Tode bestraft. 3. Mose 20, Vers 6. 5. Mose 18, Vers 10 bis 12. 1. Samuel 28, Vers 19. Jesaja 8, Vers 19. Darum gibt es kein Christ, der Esoteriker ist. Die Esoteriker, die gehen so in diese Halbwelt hinein, aber es gibt keinen Christen, der Esoteriker ist. Zweitens. Der sogenannte Kontakt mit Verstorbenen ist meist ein verbotener Umgang mit Dämonen. Wir haben natürlich ganz dämonisierte Kirchen. Die sogenannte Pfingstbewegung ist total vom, das sind alle Besessene. Und da gibt es natürlich solche satanische Verbindungen. Nächster Punkt, nächste Frage. Ist Reinkarnation möglich? Die Reinkarnationslehre ist eine fernöstliche Lehre, die durch die New Age-Bewegung populär geworden ist. Aber New Age-Leute sind ja keine Christen und Christen sind keine New Age-Leute. Zweitens, die Bibel gibt keine Beispiele einer Reinkarnation, im Gegenteil. Die Bibel sagt, dass nach dem Tod das Gericht folgt. Hebräer 9, Vers 27. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Nächster Lehrpunkt. Nächster Titel. Sehen die Verstorbenen auf die Erde? Sehen die Verstorbenen auf die Erde? Die gläubig Verstorbenen ruhen von ihrer Arbeit. Wenn sie die Ereignisse auf dieser Erde verfolgen könnten, dann wäre das bestimmt keine Ruhe. Vergleiche 1. Samuel 28, Vers 15, Daniel 12, Vers 13, Offenbarung 6, Vers 10, Offenbarung 14, Vers 13. Ich hoffe, dass ich genügend langsam diktiere und deutlich rede und sonst schreibt mir, dann sende ich euch das, was ich da lese. Dass ich es nicht auf das YouTube gebe, ist klar. Ich will, dass ihr schreibt. Zweitens, weder der Reiche noch Lazarus noch Abraham sahen die Ereignisse auf dieser Erde. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Nächster Oberpunkt, die Auferstehung. Für die Bibel ist die Auferstehung eine Auferstehung des Lebens genannt, und zwar des Leibes. Die Auferstehung ist die Wiedervereinigung von Seele, Geist und Leib. 1. Korinther 15, 35 und folgende. Zweitens, die Bibel spricht von zwei zeitlich getrennten Auferstehungen. A. Die erste Auferstehung wird auch Auferstehung des Lebens genannt. Daniel 12, Vers 2 bis 3. Johannes 5, Vers 28 bis 29. Offenbarung 20, Vers 6. Die zweite Auferstehung ist eine Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, Vers 28 bis 29, Offenbarung 20, Vers 6 und 12 bis 13. Dritter und
Letzter Punkt. Die Tatsache der Auferstehung bedeutet, dass der Mensch vor Gott für sein Leben verantwortlich ist. 1. Korinther 15, Vers 32 bis 33. Soweit einige Fragen im Bereich des Todes. Und dann kommen wir dann in der Lektion 19 zu die Auferstehung der Toten. Aber lest bitte zuerst alle die verlesenen Schriftstellen nach. Ich danke euch und wünsche euch Gottes Segen.